Hallo und herzlich willkommen zurück zu Aquarist. Komm zurück zu deiner Freundin, wenn du bereit bist. Ja, ich bin bereit. Wir haben nämlich in der letzten Folge dieses super schicke Aquarium, wo wir die Lampen übrigens ausgelassen haben, fällt mir gerade auf, für Vater gemacht. Ich bin mir immer noch nicht sicher, aber ich glaube, das ist unsere hübsche große Schwester. Ich glaube nicht, dass das seine Freundin ist. Das ist ja für Vater, ne? Da würde ich sagen, wir machen das mit Blau. Damit das, zack. Ja, Männer mögen doch Blau, oder? Lassen wir das mal so. Okay, perfekt. Wir haben den ganzen Scheiß jetzt einfach hier unten auf den Boden geworfen. Jetzt können wir eigentlich mit ihr auch direkt weitergehen. Wo bringt sie uns denn hin? Muss ich die anklicken? Ah ja. Bist du bereit, mit meinem Aquarium zu helfen? Ich kann selber kein Deutsch mehr. Ja, bin ich. Im Haus einer Freundin. Willkommen in meinem Haus. Wie ich bereits erwähnt habe, jagt meine Katze meine Fische und ich denke, sie sind sehr verängstigt deswegen. Kannst du mir helfen, das Problem zu lösen? Alter! Oh nein, meine Katze hat das Aquarium auf den Boden geworfen. Schnell, wir müssen den Fischen helfen und das Aquarium für sie reparieren. Ja, klar. Füll die Küchenspüle mit Wasser. Die ist unten, nehme ich mal an, ne? Kann ich einfach laufen lassen? Okay, das geht automatisch aus. Verwende ein Netz und bringe die Fische in die Spüle. Die hat aber auch gar nichts hier, ne? Hallo, Mädel? Jetzt muss ich hier wieder alles kaufen für dich, oder was? Oh Gott. Hätte ich die Sachen nur lieber mitgenommen. Aber ich glaube, die kann man auch gar nicht mitnehmen. Wo ist es? Wo ist es? Da. Einmal. Zweimal. Kein zweimal. Okay. Heute wollen sie es nicht. Letztes Mal konnten wir das so schön machen, dass wir die alle nach, also alle zusammennehmen konnten. Oder zumindest zwei zusammennehmen konnten. Die hier vorne, die sehen auch nicht mehr so wirklich aus, als ob die noch leben. Oh, kann der einfach nur darunter gehen. Die macht aber auch nichts, ne? Die steht einfach blöd da. Hallo. Die steht einfach blöd daneben und sagt sich, oh nein, meine Fische liegen hier auf dem Boden. Du machst das schon. So. Der sieht nicht so aus, als ob der gleich im Verrecken ist. Den nehmen wir mal als erstes mit. Zack. Du auch noch. Das ist eine Couch. Ich dachte die ganze Zeit, ich laufe hier am Bett vorbei. Ich habe mich schon gewundert. Du zappelst noch. Der andere zappelt nicht mehr. Nehmen wir den erstmal mit. So. Nein! Oh nein, der letzte Fisch starb an Sauerstoffmangel. Ich bin sehr traurig. Etwas muss dagegen getan werden. Warum werfen wir ihn nicht in die Toilette? Ich habe gesehen, wie meine Mutter das gemacht hat. Mörder! Nein. Ach, jetzt habe ich den Skalar gerettet. Und den Gold... Ne, Goldfisch ist das? Oder was ist das? Ich sehe es nicht genau. Den konnte ich jetzt nicht retten. Oh, die haben aber eine kleine Toilette hier. Free Nemo. Der Name ist gut. Okay. Wir haben Nemo befreit. Er hat nur so getan, als ob er tot ist. Lass das Netz fallen. Busch. Um die Hände frei zu haben, sodass du das umgefallene Aquarium aufheben und wieder an seinen Platz stellen kannst. Aber mal ganz ehrlich, die Katze ist ja nicht so groß wie da oben, ne? Das sind ja nur Bilder. Wie zur Hölle hat die Katze es geschafft, so ein Riesenaquarium, was auch noch voll mit Wasser war, was jetzt hier auf dem ja, Parkett oder Laminat, ich denke mal Laminat ist es, überall ausgelaufen ist und das Laminat dazu bringt, dass jetzt alles nach oben kommt und das Bett ist auch noch im Arsch, weil das ist nämlich auch total nass und du blöde Kuh, du machst hier gar nichts, du hättest ja mal hier mit einem Wischmopp aufwischen können. Wie hat die Katze es bitte geschafft, dieses riesige Aquarium umzustoßen? Wie zur Hölle? Ist das eine Höllenkatze oder was? Wieso kann ich das Aquarium denn nicht aufnehmen? Hallo? Um das umgefallene Aquarium... Moment, halte die rechte Maustaste gedrückt. Klicke... Ah,
Ah, okay. Das macht er auch okay. Aber eigentlich ein schöner Raumtrenner, so, ne? Kaufe und benutze einen Mop, um das Wasser vom Boden zu wischen. Ach, das muss ich jetzt auch noch machen. Das muss ich alles alleine machen. Wollt ihr mich denn hier veräppeln? Da ist der Mop. Ich habe noch gesagt, den Mob, den haben wir jetzt neu bekommen. Ja. Und dann darf ich die Sachen wieder nicht mitnehmen, obwohl ich die immer selber bezahlen muss. Ne, jetzt habe ich es fallen gelassen. Moment. Dient zur Reinigung von Verschmutzung. Klicke mit der rechten Maustaste, um wegzuwerfen. Ich will es ja nicht wegwerfen. Ich will ja eigentlich. Oder ist das. Moment. Oder meine ich hier das damit? Ah, ja, okay. Wir sollten den Fleck hier von dem Sand oder was das ist damit wegmachen. So, Aufgabenpanel ist okay. Schütte Erde ins Aquarium. Müssen wir natürlich jetzt wieder alles neu holen. Okay. Schütte Erde ins Aquarium. Was wollen wir denn? Achso, da können wir auch Aquarien kaufen, stimmt. War das nicht hier mit bei? Das ist nur der Eimer. Nee, hier war es. Ich würde sagen, wir nehmen mal eine neue Farbe. Ja, wir nehmen mal die hier. Bin ich zwar bald pleite, aber. Ach so, dann brauche ich aber auch. Das hat die ja auch alles wieder nicht hier. Dann brauche ich auch diese Schäufelchen. So, zack. So, zwei. Da. So. Ich habe keine Ahnung, ob die Farbe jetzt hier reinpasst, aber ich möchte mal ein paar neue Farben ausprobieren. Ist ja auch überhaupt nicht viel. Das ist nur ein ganz, ganz kleines Täschchen, was wir jetzt hier stehen haben. Gut. Platziere Lampen. Okay, schmeißen wir die Sachen erstmal weg. Platziere Lampen. Platziere Lampen. Lampen. Zwei Stück. Zack. Und dann habe ich gleich kein Geld mehr, um irgendwas anderes zu kaufen. Wunderbar. Wo sind die zwei? Ach so, da. Ich wollte gerade sagen. Hallo? Es wäre jetzt nur gut, wenn ich die Lampe auch platzieren könnte. Ich wollte gerade sagen. Okay. So. Nein. Fast. So, ungefähr. Okay. Diesmal mache ich sie aber vorher schon an. Und da ich mir denke, dass ihre Lieblingsfarbe rosa ist, machen wir die rosa an. So. Kann natürlich auch rot oder sonst irgendwas sein, aber rosa passt hier ganz gut rein, denke ich mal. So, dann gieß Wasser ins Aquarium. Das heißt, ich muss jetzt Goldfisch Seeteufel. Ich denke mal, Goldfisch kann man für alles nehmen. Seeteufel haben wir gar nicht drin, hä? Achso, hier. Moment. Nee, das sind. Hä? Wieso komme ich jetzt beim Clownsfisch? Stand irgendwie noch was anderes drin. Okay, also der nimmt das normale Wasser. Da brauchen wir auf jeden Fall keinen Zusatz für. Gut, dann kaufen wir uns erstmal noch einen Eimer. Eimer, Eimer. Ich weiß nicht, wo drunter die Sachen sind. Hier. Weil die ja nichts da hat. Das ist ja grauenhaft. Also wir werden nie irgendwie Geld verdienen, wenn wir immer wieder. Ach so, können wir das? Ja, können wir direkt. Wenn wir immer wieder unser eigenes Geld dafür ausgeben müssen, hier die Sachen zu kaufen. Weil gleich sind wir wieder pleite und dann ist hier tolles Aquarium nämlich eingerichtet. So. Mit unserem Geld. Warum wir das eigentlich alles bezahlen müssen, ist mir schleierhaft. Ich bin gerade mal 14 Jahre alt, ja? Ich habe fast kein Taschengeld.
Ich muss mein ganzes Taschengeld an Bücher und Filme ausgeben. Da kann ich doch jetzt nicht hier alles daran ausgeben, den Leuten hier Aquarien zu machen. Schlimm. Oh, geh runter. Komm. Ich denke mal, bei jedem Aquarium wird das wahrscheinlich, also bei den kleinen jetzt hier, wird das wahrscheinlich so sein, dass wir da viermal mit Wasser auffüllen müssen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Die Frage ist, machen wir da was im Hintergrund? Müssen wir da was reinmachen? Ja, platziere den Hintergrund. Schade. Es wird natürlich wesentlich schöner aussehen, wenn wir keinen Hintergrund machen. Weil dann kann man nämlich, wenn man hier hochkommt, direkt die Fische angucken. Aber gut, wenn man so einen hässlichen Hintergrund mit reinmachen soll, dann ist das halt so. Platziere ein Thermostat. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ach, die Sachen kann man doch aufnehmen. Was bist denn du? Du bist die Heizung, oder? So, schalte die Heizung an, genau. Aber wieso? Ah, jetzt kann ich es nehmen. Hallo? Wieso kann ich das Thermostat nicht da hinten? Ah, jetzt. So, Heizung. Ich weiß nicht genau wo. Machen wir mal 20 Grad. Heizung an. Setze den Filter ins Aquarium. Na, wenigstens müssen wir die Sachen jetzt nicht alle komplett neu kaufen. So. Natürlich auch anstellen. Platziere Deko-Elemente aus Holz. Tja, keine Ahnung. Wir machen jetzt erstmal die Sachen da rein, die hier drin sind. Beziehungsweise draußen sind, nicht drin sind. Da ist allerdings nichts aus Holz, muss man auch dazu sagen. Aber die Sachen tun wir trotzdem rein, damit es ein bisschen schöner aussieht. Zack. Weil das wieder im Auge des Betrachters liegt, weil, ne, es ist ein bisschen wenig Deko. Wenn man so überlegt, dass da, ja. Ja gut, ich sag mal, wenn sie es natürlich selber bezahlt hat oder so, dann kann man es noch verstehen. Die wird wahrscheinlich auch nicht so viel Geld haben. Andererseits, wenn sie schon sagt, na, mach mir das, ich bezahle dir das. Ne? Dann sollte die eigentlich auch ein bisschen was für ihre Tiere haben. Einfach mal so lieblos ein paar Muscheln reingeknallt. So, sonst haben wir hier nichts mehr, ne? Gut, dann Deko-Element aus Holz. Hä? Was ist denn mit den Algen? Temperatur. Ach so, die brauchen auch noch. Ach du Schande. Nein, ach. Hallo, lass mich los. Kann man hier. Ich will das abbrechen. Oh Mann. Hallo, Leute. Lass es doch einfach da dran, wo es war, Mann. Oh, jetzt muss ich hier wieder alles von vorne starten. 24 Grad, zack. Reicht denen das? Ist tot wegen Temperatur. Hä, wie ist tot wegen Temperatur? Ich bin doch hier gerade am Einstellen. So, die Temperatur ist gut. Die ist nicht hundertprozentig gut. Das heißt, wir müssen das noch ein bisschen wärmer auf jeden Fall machen. So. Deko-Element aus Holz, genau. Moment. Nee, das war Aquarium. Dekoration aus Holz. Da ist das hölzerne Wurzel. Ich glaube, dann ist das ganz gut. Warum ich jetzt gerade so eine teure kaufe, ich habe keine Ahnung. Aber gut, machen wir das Ding mal da rein. Da haben wir jetzt wieder das Problem, dass wir das nirgendwo drehen können. Knallen wir die einfach da rein. So, Seeteufel, Goldfisch. Setz ein paar Steine ein. Das heißt, ein Stein fehlt uns noch.
kaufen wir einfach den billigsten. So. Knallen die mit da rein. Nein. Zack. Drei Wasserpflanzen müssen wir noch einsetzen. So, drei Wasserpflanzen. Das sind aber die falschen. Wir brauchen solche Pflanzen. 19. Oh, 17. Wir sind ja auch nicht Krösus, ne? Wir können uns jetzt auch nicht leisten, hier für die, was weiß ich was, für ein Aquarium zu machen. Und dann haben wir selber nichts mehr von unserem Geld, weil wir keins mehr haben. So. Als ob die Pflanzen jetzt so schnell absterben würden, weil es denen zu kalt ist. Ja, toll. Für die ist es natürlich jetzt wieder... Naja, egal. Hauptsache, wir haben die jetzt falsch reingesetzt. Die sterben jetzt auch, aber... Hauptsache, das war das Netz, ne? Hauptsache, sie sind drin und ist es weg. So, Jungs. Bin mir nicht sicher. Aber ihr kommt auf jeden Fall wieder hier rein. Ey, das waren die Goldfische. Okay. Das war der Skalar. Nennt sich hier drin Seeteufel. Ja, kein Thema. Okay. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt alle hätte retten können. Ich meine, ich habe ja einen kleinen Moment gebraucht, um eben überhaupt erstmal zu überlegen. Zwei haben wir noch hier unten, wenn ich das richtig sehe. Um erstmal zu überlegen, was ich hier eigentlich machen muss. Vielleicht hätten wir auch den letzten noch retten können. Das wäre natürlich schön gewesen. Wo seid denn da? So. Nein. So, dann ein Goldfisch fehlt jetzt noch. Goldfisch, zack. Einmal Freiflug. Platziere den Hintergrund an der Wand. Okay, den haben wir noch nicht gemacht. Das stimmt. Ah, Hintergründe. Wie war das jetzt? Dekoration da. Da der Rest irgendwie scheiße aussieht, nehmen wir den nochmal. Nein. Sag mir nicht, ich habe aus Versehen zwei gekauft. Nein. Ich dachte, mit G kann man Objekte verkaufen. Na toll. Na gut, machen wir das mal da rein. Juhu, neuer Freund. Oh, mein Aquarium sieht wunderschön aus. Vielen Dank. Du bist wunderbar. Du verdienst eine angemessene Belohnung. Hier ist das Geld für deine harte Arbeit. Du bist wirklich ein toller Aquarianer und ein toller Freund. Bitte lass mich noch ein Bild von dem Aquarium machen. Dein Vater wartet unten auf dich. Ich glaube, er hat eine besondere Überraschung für dich. Geh und rede mit ihm. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe mit dem Aquarium. Yay! Und wir haben wieder ein neues Level freigeschaltet. Wir können sogar Schädel mittlerweile reintun. Ah, wir kriegen auch schönere Hintergründe. So wie es aussieht. Das sieht cool aus. Oh, und sogar ein ganzes Schloss können wir jetzt da reinstellen. Das ist cool. Und noch mehr Seesterne, beziehungsweise noch ein Seestern. Das ist cool. Ja, und dann würde ich nämlich sagen, dass wir hier... was ich übrigens blöd finde, was ich gesehen habe, der Kameramodus sieht ja so aus. Das heißt, dass man nichts da drin sieht. Sobald ich aber den Screenshot mache... hat der unten Wasserzeichen reingemacht, was natürlich ziemlich lästig ist. Das heißt, um meine Coverbilder zu machen, muss ich dann ja das nehmen, so wie es jetzt hier ist, und das dann so rausschneiden und kann leider doch nicht die Screenshots nehmen, was natürlich wesentlich einfacher und schneller gehen würde. Ja, ich lasse mal den ganzen Kram hier, ne? Die hat mir aber nicht viel gegeben dafür, dass ich so viel ausgegeben habe. So, Vater, was willst du? Hallo Sohn. Ich sehe, du hast dich gut geschlagen und noch mehr Geld verdient. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. In der Zukunft, wenn du erwachsen bist, kannst du dein erstes
Aquaristgeschäft im Keller, oh, unter unserem Haus einrichten. Dort gibt es genügend Platz für mehrere Aquarien und Verkaufsregale. Es gibt nur ein kleines Problem. Es ist ein großes Chaos, weil ich dort lange nicht sauber gemacht habe. Wenn du denkst, du bist hier fertig, komm zu mir und wir gehen nach Hause. Ja, fertig bin ich auf jeden Fall, Vater. Das Blöde ist, ich muss ihn immer anklicken, damit das Ganze dann auch gespeichert wird. Ich weiß nicht, was das passieren würde, wenn ich einfach so rausgehen würde. Ich vermute mal, dass es dann nicht gespeichert wird. Deswegen klicke ich ihn jetzt mal kurz an. Bist du bereit, nach Hause zu kommen? Ja. Oh, ein paar Jahre später. Und ich kann mich nicht bewegen. Warum kann ich mich nicht bewegen? Hallo? Halte die Lampe. Ah, deswegen. Shine bright like a flashlight. Okay. Das weiß ich immer noch nicht, ob er jetzt gespeichert hat oder nicht. Also hören wir uns den Text nochmal ganz kurz an. So, du bist endlich alt genug, um deine Leidenschaft ernst zu nehmen und deinen ersten Laden zu eröffnen. Hier ist unser wunderbarer Keller. Das Aufräumen wird ein wenig Mühe erfordern, aber ich denke, du schaffst das. Leider funktioniert der Strom nicht mehr. Ich glaube, im Sicherungskasten fehlt eine Sicherung. Bring das in Ordnung und wir können sehen, wie es hier aussieht. Bevor ich vergesse, hier ist ein wenig Geld für den Start deines Geschäfts. 2711 haben wir jetzt. Ja gut, ein paar Jahre später. Eigenes Geschäft, dann gehe ich mal davon aus, dass wir volljährig sind, ne, dass wir 18 sind. Sicherungskasten ist defekt, finde die Sicherung, um sie einzuschrauben. Ja, aber das ist schon wieder ein ganz neuer Themenbereich. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut in der Hoffnung, dass er tatsächlich jetzt eben gespeichert hat. Ich habe zumindest eine Errungenschaft bekommen, also hoffe ich mal, dass er auch gespeichert hat. Und dann machen wir in der nächsten Folge genau an dieser Stelle weiter. Irgendwie, je mehr ich davon aufnehme, umso geiler finde ich das Spiel. Und umso mehr komme ich rein. Gut, es ist immer noch so ein bisschen, ne, man muss manchmal ein bisschen fummeln oder gucken oder was einstellen und so. Das dauert ein bisschen länger. Aber es macht schon Spaß. Und wenn ich mir dann vorstelle, was er ja jetzt gesagt hat, wir können quasi unser eigenes kleines, Aquariumgeschäft, wie nennt sich das, können wir jetzt in den Keller machen, nachdem wir den entrümpelt haben, so wie ich das verstanden habe. Das ist schon eine geile Vorstellung. Also da bin ich wirklich, wirklich gespannt, was da noch alles kommt. Jetzt schon mal vorweg, finde ich sehr, sehr geil, sehr positiv, dass da so eine Story auch tatsächlich hinter ist. Ne? Also ich verstehe es so, dass wir das Ganze tatsächlich durchspielen können und dann ja vielleicht im freien Modus irgendwann mal weitermachen oder so. Dass wir jetzt aber so kampagnenmäßig erstmal so die Geschichte ein bisschen aufbauen und Vater kommt an und sagt so, du machst jetzt dies, du machst das. Vielleicht hat noch irgendjemand Wünsche, dann müssen wir das dann auch für denjenigen machen. Finde ich richtig, richtig gut bisher und ja. Ich freue mich drauf, weiter aufnehmen zu können. Heute kann ich es leider nicht mehr, weil ich muss gleich auch schon wieder los. Das ist immer so ein bisschen blöd mit der Zeit. Aber ich freue mich auf jeden Fall, da weiterzumachen. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze bisher findet. Ob ihr das Ganze vielleicht auch spielt oder ob ihr euch vorstellen könntet, das zu spielen. Ja, wie ihr das findet, dass das so storymäßig aufgebaut ist und so weiter. Und ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare und ich sag mal, bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.